Jede achte Frau erkrankt an Brustkrebs. Herr Gertgen, Sie arbeiten in der Früherkennung. Sie werten nämlich Röntgenaufnahmen aus, die im Mammographie-Screening gemacht werden. Wie funktioniert das? Sie bekommen die Aufnahmen und wie läuft dann die Untersuchung dieser Aufnahmen ab? Diese Aufnahmen gehen auf eine Befundstation wie hier und werden täglich von zwei Ärzten unabhängig voneinander befundet. Wenn beide sagen, es ist in Ordnung, dann ist damit dieser Fall abgeschlossen. Wenn auch nur einer sagt, da stimmt was nicht, da fällt mir etwas auf, geht diese Aufnahme in eine Konsenssitzung. Das sind meistens 5 bis 7 Ärzte, die alle Erfahrung haben in der Mammographie-Befundung. Dann wird im Konsens entschieden, ob der Befund abklärungsbedürftig ist. Einen großen Teil davon können wir aussortieren, weil wir schon merken, anhand von Voraufnahmen, das ist ein altbekannter Herd, der ist schon längst als gutartig eingeordnet. Und andere können wir dann im Zusammenhang entscheiden, also gemeinsam entscheiden, dass wir diesen Herd nicht weiter abklären wollen. Einige bleiben übrig. Die laden wir dann ein zur abklärenden Stelle. Das ist hier für den Landkreis Leer in der Regel Aurich. Manche müssen nach Wilhelmshaven gehen. Und von diesen abklärungsbedürftigen Herden sind natürlich längst nicht alle dann auch bösartig. Wir klären viele ab, die dann einfach beruhigt wieder nach Hause fahren können, weil es harmlose Befunde waren. Wie viele Frauen müssen denn nochmal zu einer weiteren Untersuchung kommen und bei wie vielen stellen Sie dann tatsächlich Brustkrebs fest? Wir haben so gemessen, dass etwa 26 von 1000 Frauen dann zur Abklärungsdiagnostik einbestellt werden. Etwa die Hälfte davon können mit einem gutartigen Ergebnis rechnen und damit wieder nach Hause fahren. Das Programm läuft ja jetzt seit 2002 in Ostfriesland. Was haben Sie in dieser Zeit für Entwicklungen feststellen können? Hat sich was verbessert? Auf jeden Fall hat sich was verbessert. Wir haben ganz viel gelernt. Unsere Geräte sind besser geworden. Anfangs hatten wir noch Filme. Mittlerweile haben wir digitale Befundung. Wir haben das hier auf den Monitoren. Wir haben hier, wie wir das auch auf diesen Bildern sehen, die schnelle Vergleichbarkeit, die schnelle Verfügbarkeit von den Aufnahmen. Und letztendlich haben wir ganz viel gelernt dadurch, dass wir erfahren haben, auf was wir vielleicht nicht gut reagiert haben, wie wichtig kleine Veränderungen sind, die wir vorher gar nicht so wahrgenommen haben, so eingeschätzt haben. Als Beispiel kleine Asymmetrien, da sind wir viel empfindlicher geworden. Also sowohl die Technik hat sich weiterentwickelt, als auch unser Wissen darüber, wie sich etwa bösartige Veränderungen darstellen. Sie hatten vorhin auch gesagt, dass immer weniger große Tumoren gefunden werden. Ist das auch darauf zurückzuführen, dass die Frauen jetzt alle 2 Jahre regelmäßig zum Screening kommen? Auf jeden Fall kann man für diejenigen, die sich am Screening beteiligen, feststellen, dass von denen sehr, sehr viele weniger Frauen fortgeschrittene Tumorstadien haben. Vorher hatten wir etwa 50% der Frauen, die Tumoren hatten über 2 Zentimeter Größe. Heute sind das nur noch 20%. Und das heißt, diese Frauen sind wesentlich besser zu therapieren. Diese Frauen haben eine Chance auf eine über 90%ige Heilung. Und sie haben auch eine große Chance, dass sie gar keine Chemotherapie mehr brauchen. Also eine wesentlich einfachere Behandlung, die für die Frauen angenehmer ist. Wie ist es denn mit den Frauen, die eingeladen werden? Kommen die auch alle zur Untersuchung? Das ist leider unser großes Problem. Sie sprechen das Problem an. Wir haben von Anfang an hatte man im Screening beabsichtigt, dass man gerne 70%, das war unsere Zielgröße, erreichen wollte der Frauen, die anspruchsberechtigt sind. Wir hatten lange Zeit so uns damit abgefunden, dass wir so das Ziel nicht erreichen, waren bei 64% angekommen. Die neuen Runden und die letzten Auswertungen zeigen allerdings, dass wir gerade bei den jüngeren, neu eingeladenen, erst untersuchten Frauen einen starken Rückgang verbuchen, was wir uns gar nicht richtig erklären können. Wir haben also leider einen leichten Rückgang an der Teilnahme. Warum sollten Frauen die Mammographie wahrnehmen?
die Frauen sollten das unbedingt mit in ihr Leben integrieren, weil das die wichtigste Vorsorgeuntersuchung, die validierteste Vorsorgeuntersuchung für Frauen ist, die wichtigste Krebsfrüherkennungsmethode, die es überhaupt gibt.